Hallo Freunde, willkommen zurück zu Warhammer. Wir sind gerade dabei, uns ein bisschen die Wunden zu lecken. Wir haben ganz schön eine eingesteckt gegen den großen Dämon, aber geschafft haben wir es. Trotz aller Widrigkeiten, was ich sehr, sehr gut finde. So, mal schauen, in welchem Zustand sind wir. Wir haben derzeit Bevölkerungsüberschuss von 2 und noch eine Runde, dann haben wir den dritten Überschusspunkt. Mit 3 können wir schon mal ein bisschen was anstellen eigentlich. Wir könnten das hier bauen für die Schagoten. Oder wir könnten das hier bauen für die Ritter. Ist natürlich die Frage, was ist stärker oder was ist uns wichtiger? Eigentlich möchte ich die Schagoten-Geschichte in der anderen Armee machen. Deshalb werde ich sagen, wir nehmen uns hier mal die Ritter vor. Insgesamt gesehen wäre es besser, jetzt die Schagoten-Sache zu bauen, weil die Chaos-Ritter mit Lanzen sind zwar im Angriff stärker, aber ich bin mir nicht sicher, ob die... Ja, Nahkampfangriff 38 und diese hier haben Nahkampfangriff 42. Dafür müsste der Angriffsbonus hier größer sein. Ja, der geht auf 80. Richtig, weil die Lanzen sorgen dafür, dass der gesamte Schwung des Angriffs quasi mitgenommen wird und man haut einmal richtig zu. Wenn der Gegner dann aber noch steht, versumpft man quasi da drin und alle folgenden Angriffe haben keinen Schwung mehr. Dann hat man im Prinzip so eine lange Lanze und versucht auf dem Gegner rumzustochen, der direkt dann da auf Kniehöhe ist, mehr oder weniger. Wahnsinnig unpraktisches Zeug. Das heißt, für andauernde Kämpfe sind die Chaosritter eigentlich stärker. Wenn man weiche Ziele hat, sag ich mal, die nach dem ersten Ansturm davonrennen, dann sind die Lanzen besser. Das ist ein bisschen so eine Frage, was setzt man wo und wie ein. Allerdings müssen wir die gar nicht bauen. Wenn wir das Gebäude aufrüsten, können wir die immer noch rekrutieren. Das heißt, wir sind ja nicht gezwungen, dann nur noch solche hier zu bauen. Aber das Gebäude gibt uns eben nochmal verbesserte Unterhaltskostenreduzierung für Chaosritter aller Arten. Und solange wir ein Lager aufgeschlagen haben, generieren wir mehr Gunst. Das wäre schon mal nicht schlecht. Auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht noch eine zweite Armee planen, würde ich Richtung Schagoten gehen, weil die einfach in allem besser sind. Die sind wahnsinnig mächtig. Und ich hab da irgendwie Lust auf Schagoten. Aber wie gesagt, ich will ja noch eine zweite Armee rekrutieren und da dann mit den Drachenogern anfangen. General wird Kolek. Allerdings ist das jetzt ein bisschen teuer. Ich muss mal noch gucken, wie wir das machen mit der Gunst bei dem anderen General. So, was machen wir mit der Armee? Wenn wir uns das angucken, dann sind einige schon richtig heftig angeschlagen. Besonders diese Chaos-Ritter hier haben es richtig übel abgekriegt. Wenn wir mal ganz kurz auf der linken Seite gucken, dann sehen wir da im Prinzip über diesem Körperkraftbalken von rechts nach links Erfahrung 201 Gunst und dann 39, 45. 45 ist die maximale Truppstärke, die sind derzeit auf 39, das heißt es fehlen 6 Ritter. Hier haben wir nur noch 6, deshalb würde ich sagen, wir legen die einfach mal kurz zusammen. Dann haben wir wenigstens einen Rittertrupp, der wieder komplett auf Sollstärke ist und ich muss keine 9 Runden warten, bis die wieder irgendwie, ja, brauchbar werden. Er hier ist übelst angeschlagen, hat auch eine neue Eigenschaft gekriegt, von den Chaosgöttern berührt. Er hat jetzt weniger Führerschaft als vorher, aber da er schon sehr viele Level aufgestiegen ist, ist das, naja, minus 1 Führerschaft, was soll es? Der ist inzwischen bei 67. Spielt keine so große Rolle. Ansonsten, der Plan sieht so aus, dass wir im Moment einige Missionen haben, zum Beispiel auch zur Hölle damit. Und da sollen wir uns um Schloss Rauken kümmern. Das ist hier im Süden. Und ich schätze, dass wir das in 4 Runden erreichen können. Das sind nur Dörfer des Imperiums. Da können wir noch ein bisschen plündern und ein bisschen Gold dazu kriegen. Oder Gunst in unserem Fall. Können unsere Armee wieder ein bisschen auf Vordermann bringen in der Zwischenzeit. Und wenn wir dann auf Stand sind, dass wir wieder kampffähig sind, schauen wir uns mal diese Sache an für die güldene Rüstung. Und irgendwo dazwischen muss ich noch Platz finden, dass wir die zweite Armee aufsetzen können.
Dafür brauchen wir dann aber sowieso erstmal wieder Bevölkerungsüberschuss. Für einen neuen General brauchen wir ja wieder zwei. Und das wird ein bisschen anders, wenn wir dann gleich das neue Gebäude errichten. Das finde ich beim Chaos extrem schade, dass man so wenig Gunst reinkriegt. Man bleibt irgendwie auf einer Horde sitzen, habe ich so das Gefühl. Oder man macht wahnsinnig viel Verlust. So viel kann man ja gar nicht wirklich erobern. Es sei denn natürlich, wir kämpfen gegen alles und jeden. Aber warum soll ich hier oben gegen die Grünen heute kämpfen? Die schwächen die gegnerischen Armeen auch. Shall we decant the wine? Was du mit dem Wein machst, ist mir eigentlich egal. So, lass mal gucken. Ja, so machen wir das. Dann verbessern wir das Gebäude, wie eben schon besprochen. Und wir brauchen zwei Runden bis zum Bevölkerungsüberschuss. Das ist ganz klar. Ja, ich denke vier Runden. Dann können wir die neue Armee oder den neuen General rekrutieren. Beim aktuellen Tempo werden wir ein bisschen mehr als vier Runden brauchen, um Schloss Rauken zu erreichen. Aber wir haben acht Runden Zeit für die Mission. Eine Armee sehe ich da unten nicht. Das Rauken hat auch keine Zinnen irgendwie dran. Das ist wirklich nur ein offenes Dorf, wo jede Kuh reinlaufen kann. Das werden wir noch irgendwie schaffen mit Siegwald. Ich sehe gerade, hier haben wir eine Brücke. Wir sollten einfach nur der Straße folgen. Dann ist der Fluss nicht mal ein echtes Hindernis. Ja, das ist nicht schlecht. Dann kommen wir vielleicht doch nach der zweiten Runde jetzt über den Fluss rüber. Hat auch Vorteile, hin und wieder mal ein bisschen der Landstraße zu folgen. Auch wenn ich die Straße sehen will, die so viele Chaoskrieger und so weiter unterstützt. Na also, solange wir ein Lager aufschlagen, kriegen wir inzwischen doch ein bisschen Gunst dazu. Der Armee geht's schon wieder relativ gut. Natürlich müssen sich die Kommandanten noch erholen, aber... Ja, fünf Runden hier, acht Runden da. Okay, alles klar. Dauert noch eine Weile. Wir haben den ganzen auserkochen und das flutscht langsam. So, lass mal kurz gucken. Das ist ungefähr Halbzeit. Dann gehen wir mal bis, sagen wir, hier hin. The gods direct me. Yes. Naja. Das hatten wir schon geklärt. Für ihn bin ich ein Gott. Ich habe die Maus in der Hand. Ich klicke ihn. Ich ja, leite ihn. Mehr oder weniger. Dann gucken wir mal. Ja. Langsam vorrücken. Das hat mir der große Dämon beigebracht. Immer mal wieder Lager aufbauen. Dann zum einen kriegt man tatsächlich Kohle dadurch. Zum anderen regenerieren die Truppen. Dann geht's der Horde richtig gut. Allerdings ist man natürlich nicht besonders schnell unterwegs. Müssen wir aber auch nicht sein. Wozu? Kohle rekrutieren, so schnell wie möglich, würde ich sagen. Auch wenn er selbst noch keine Armee hat, wir können mit ihm, wenn wir ein bisschen vorsichtig vorgehen, schauen, dass wir uns zurückhalten. Jetzt bin ich gespannt. Bitte kein Krieg, bitte kein Krieg, bitte kein Krieg. Ach, ihr wollt ein Geschenk von mir. 1700. Verschlechtert sich. Naja, von minus 1 auf minus 2. Was soll es? Na, echt nicht. Jetzt seid ihr wahrscheinlich sauer, weil ich euch kein Geschenk gemacht habe. Ja, wenn ihr danach fragt, ist es irgendwie keins, habe ich so das Gefühl. Das fühlt sich an, als würdet ihr Tribut fordern. Na, ihr könnt ja versuchen, mich zu fangen, wenn ihr glaubt, ihr seid stark genug, aber ich ziehe euch hier so quer durch die Landschaft, dass ihr gar nicht mehr wisst, wo ihr seid. Ich dann auch nicht, weil ich mich verlaufe, aber spielt ja keine Rolle, ich muss nur weg von euch. Mission fehlgeschlagen, Ziele, Hä? Ja. Ach du Schande. Er kriegt zusätzliche... 7 zusätzliche Erfahrungen, wenn er Armeen trainiert. Also er wird so langsam aber sicher
Ich will jetzt nicht sagen Bundestrainer, yes, aber... Good. Ist schon heftig. Ravage them. Okay, das ist deutlich einfacher, als ich dachte. Let us go. War das jetzt schon das, was ich brauche? Wahrscheinlich nicht. Race of Zack. Ja, Zack kann ich nicht. Also hier einsacken die ganze Geschichte. Wipe them out. Kill them all. Baba. Oh. So viel zum... Wir reißen es nieder. Naja, schade. Zwei Runden noch, dann holen wir uns Kolek. Das sollte klappen. Savastra könnten wir auch noch einnehmen, wenn wir schon daneben stehen. Oder zumindest ein bisschen plündern. So ein bisschen plündern schadet nicht. Das sieht nach Karl Franz aus. Irgendwie. Der Held sollte kein großes Problem sein. Wir schicken da einfach unseren Helden dagegen. Und der hat ja schon Vorteile bei Attentaten. Dann ziehen wir dem Helden einfach die Ohren lang und schneiden sie ab. So als Zeichen für, wer nicht hören will, muss fühlen und so. Ganz klar. Man rennt nicht alleine gegen eine Chaosarmee. Ach, ihr schon wieder, ja? Armee blockieren ist gescheitert. Mission erfolgreich, zur Hölle damit. Sehr gut. Da brauchen wir es erstmal nicht niederreißen. Die Winde der Pein. Was zum Teufel. Stärke der Winde der Magie zu Beginn. Plus 20 für alle Armeen aller Fraktionen. Ups. Ah, demnächst wird ein bisschen mehr gezaubert, habe ich so das Gefühl. I am Slanish's Scion. So, Attentat, 68%, sieht doch gut aus. Und tschüss. Na also, und wieder Level Up, so gefällst du mir. Alles klar, das war nicht so ganz clever, aber wenn wir hier drüben weiter wollen zu den Duellantenfähigkeiten, dann müssen wir sowieso 4 Punkte hier rein und dann mache ich den Rest einfach hier hin, erhöhe die Rüstung im Allgemeinen, dadurch sollten wir auch ein bisschen besser mit Fernkampfattacken fertig werden, nicht nur die Nahkampfverteidigung erhöhen. Und plus 30 Rüstung, wenn wir damit fertig sind, ist jetzt auch nicht so schlecht. The spoilers come. So, dann haben wir relativ wenig Reichweite. Destroy. Ja, okay, das ist jetzt keine Schlacht, an der ich echtes Interesse habe. Aber wir können mal ganz kurz gucken, was wir hier für tolle Standarten haben inzwischen. Rüstungsdurchdringender Schaden. Das heißt, die Einheit, denen wir das geben, die macht einfach mehr Schaden. Punkt. Ich habe so das Gefühl, unsere Außerkorre mit Hellebarden haben das verdient nach der letzten Schlacht. Was haben wir da? Geschosse abwehren. Mit Schild. Also brauchen wir da eine Einheit mit Schild. Und ich glaube, da haben wir irgendwo Außerkorre mit Schilden. Diese hier zum Beispiel. Die auch einen ziemlich hohen Einheitenrang haben. Dann ist das in Ordnung. So, die Schlacht werde ich euch jetzt nicht antun. Die lassen wir einfach simulieren, weil ja, es ist keine echte Schlacht. Traurige Entschuldigung für eine Schlacht vielleicht. So, rauben wir nochmal. Sehr gut. So, Eisenfluch, Ikone, verzaubertes Objekt. Nicht schlecht, nicht schlecht. You dare. Da müssen wir gleich mal gucken, wie das mit den magischen Gegenständen aussieht. Was wir da noch so alles machen können. Gut, was brauchen wir denn noch bei ihm? Das wäre nicht schlecht. Nochmal Führerschaft. Wir haben noch wie viele Level vor uns? Oh, einige. Da müssen wir uns jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig entscheiden. Die Frage ist, will ich hier unten noch irgendwas machen? Die Sache mit dem Blitzangriff wäre durchaus interessant. Wenn zwei Armeen des Gegners dicht zusammenstehen, kann man damit eine angreifen, ohne dass die andere zur Verstärkung dazukommen kann. Das ist wirklich sehr oft nützlich.
Ansonsten, was hätten wir denn hier oben noch? Nahkampfangriff für Auserkorenen. Da wir hauptsächlich mit Auserkorenen spielen, warum nicht seine Aura vergrößern? Das wäre an sich nicht schlecht. Das hier ist halt die eigenen Truppen verstärken. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch anzufangen lohnt. Ich glaube, da wäre es eher besser, wenn wir ihm im Moment mal das hier noch mitgeben. Und danach werde ich wahrscheinlich hier in der unteren Leiste noch ein bisschen was arbeiten. Er hat an sich wahnsinnig gute Fähigkeiten. Das wäre auch nicht schlecht. Dann bräuchten wir noch irgendeine Fähigkeit hier. Führerschaft nochmal plus 2. Ich weiß nicht, irgendwann ist halt gut. Der hat inzwischen 96 Führerschaft. 6% mehr Trefferpunkte, das wäre schon eher was. Gut, das heißt, die nächsten zwei Level sind dann diese Geschichte hier. Und dann geben wir ihm die Fähigkeit für mehr Angriffsbonus und mehr rüstungsdurchdringender Schaden. Da wird er als Duellant noch ein bisschen tödlicher und hält auch noch ein bisschen mehr aus. Warum nicht? Bring them to ruin. So, das ist jetzt eigentlich auch keine echte Schlacht, wenn man das hier betrachtet. Aber insgesamt sind das schon ein paar Einheiten mehr. Und die haben Fernkampf, die haben alles Mögliche. Wir haben keinen Fernkampf. Ich würde sagen, das probieren wir einfach mal. Wunderbar, da sind wir. Und ich würde sagen, mit der Magie, das lassen wir so. Es ist 30 von 30, besser wird's nicht. Aber das liegt natürlich an diesem Event, der im Moment läuft, dass alle plus 20 kriegen. Also im Großen und Ganzen. Ohne den Event hätten wir da auf jeden Fall noch ein bisschen abgewartet. So passt mir das. Der Gegner hat zwei Truppen mit Speeren und Schilden. Speere haben, ganz ähnlich wie Hellebarden, die Eigenschaft, dass sie den Ansturm aufhalten und sie sind eben ganz gut gegen berittene Truppen. Bedeutet, mit diesen drei hier möchte ich nicht in die Speerkämpfer, wenn es geht. Der Rest passt eigentlich so, wie es ist. Ich würde sagen, der Einfachheit halber teilen wir die Armee einfach mal in zwei Blöcke. Moment, da nehmen wir euch noch mit dazu. Wir haben einen offensiven und einen defensiven Block. Bei dem defensiven läuft unser Magier dazu. Und dann wird das schon passen. Ihr gehört irgendwo hier drüben dazu. Und Siegwald geht beim offensiven Block dazu. Allerdings will ich hier jetzt ehrlich gesagt noch nicht allzu viel rein reindenken, weil so wahnsinnig heftig wird das Gefecht jetzt auch wieder nicht. Alles klar. Die können sich gleich mal vorwärts bewegen. Was wir hier ein bisschen beachten sollten, zum einen, wie gesagt, die Speerträger mit den Schilden. Da vielleicht nicht reinreiten, das wäre ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite, die haben leichte Kavallerie, die Pistoläre. Die haben nur relativ wenig Reichweite, wie ihr seht, weil die Pistolen sind eben keine Gewehre und Pistolen haben nun mal nur kurze Reichweite. Allerdings sind das Schwarzpulverwaffen, das heißt, sie sind sehr gut gegen Rüstung einzusetzen. Und da die einfach wahnsinnig schnell sind und so eine Funktion haben, dass man die quasi so einstellt, dass sie immer vor Angreifern davonreiten, können die einen Infanteriespieler wie mich einfach wahnsinnig nerven. Und sind gut gegen Rüstung. Doppelt nervig. Dementsprechend schauen wir einfach mal, dass wir unsere schnelle Truppen vielleicht dazu überreden können, sich um die Pistoläre zu kümmern. Der Rest der Schlacht ist relativ einfach und unkreativ. Ich laufe einfach rein. Wobei er die Aufgabe haben sollte, mit seiner Magie vielleicht noch irgendwas zu reißen. Wenn wir es schaffen, mit einem Zauber die Pistoläre zu treffen, dann sind die mit größter Wahrscheinlichkeit stark angeschlagen. Wenn wir es schaffen, mit den Zaubern irgendwas in den Block reinzudrücken, könnten zum Beispiel die Purpursonne mal versuchen, hier hinten zu bauen.
macht es wahrscheinlich auch permanent Schaden an denen. Ja, wenn wir es schaffen, die Ritter in die Bogenschützen oder Armbrustschützen reinzulassen, wäre ich da auch nicht abgeneigt. Alles klar. Die kommen zu uns, dann kriegen sie jetzt erstmal auf die Mütze. Er sollte das mit der Purpursonne bleiben lassen. Denkst du, das hat er schon gemacht? Dann warten wir da noch mal kurz ab. Da geht die Sache los mit der Purpursonne. Das war eigentlich falsch, aber was soll's. Hatte ich nicht mal Hunde hier hinten, die sich um diese da kümmern sollten? Das sind hinter denen her. Naja gut, warum nicht? Also, lassen wir die billigen, leichten Kavalleristen von unseren teuren, schweren Kavalleristen verfolgen. Ich sehe da kaum ein Problem. Geht immer lieber hier rüber. Auf der Flanke haben wir nun wirklich schon genug Truppen stationiert. Oh, jetzt hört endlich auf. Seht ihr, wie nervig die sind? Meine Hunde sind eigentlich schneller als die, aber... Jetzt haben sie halt keine Chance mehr. Sie sind an der Karte angelangt und jetzt müssen sie kämpfen. Aber inzwischen sind meine Hunde so schwach, dass die Hunde keine Chance mehr haben. Aber das ist okay. Ich opfere so einen Trupp Hunde gern, um die aus der Schlacht zu nehmen, effektiv. Hier drüben wird bald was Ähnliches passieren. Das bisschen Schaden, was die anrichten, die Kavallerie nicht mehr wirklich kratzt. Aber sobald die leichte Kavallerie auch hier an die Karte, an den Spielfeldrand gedrückt wird, kommt sie nicht mehr weg. Kann sie noch nach unten ausweichen. Das wird jetzt noch eine Weile laufen, bis ungefähr hier hinten. So, und passiert. Und da seht ihr schon, die haben gegen die schwere Kavallerie natürlich überhaupt keine Chance. Achso, okay, gut, das waren die Hunde. Das war klar, dass das passiert. So, ich finde es fantastisch, dass ihr da gebannt zuguckt. Trotzdem könntet ihr eigentlich mal wenigstens so tun, als würdet ihr euch dafür interessieren, beschossen zu werden. Ja, wenn wir schon hier sind, komm, nehmen wir mal noch das damit. Wahnsinnig klasse. Haben wir wenigstens den Kommandanten? Naja, spielt auch keine Rolle, ist eine Garnison. Ich habe ja gleich gesagt, dass es eigentlich keine richtige Schlacht ist. Ich habe mir nie behauptet, dass es spannend wird. Aber nach ein paar Tagen Spielpause mal wieder reinkommen. Super, bisschen Beute erhalten, das ist in Ordnung. Ja, da war ich zu schnell, verflixt, wir rauben es aus. Gut, strahlende Flagge. Das wollte er mir wahrscheinlich sagen. Passive Fähigkeit, Gleaming Pennant, plus 4 Führerschaft. Das ist auch wieder was eher, ich würde sagen, Defensives. Das geben wir einem anderen auserkorenen Trupp mit Schild, dann hält der länger durch. Feine Sache, das. Du hast derzeit keine Reichweite für den Schnickschnack. Und du brauchst noch eine Runde Ruhe und Frieden. Wir haben noch ein bisschen Bewegungsreichweite. Wir könnten eigentlich gucken, dass wir uns ja wenigstens ein Stück weit bewegen. Dann ein Lager aufschlagen. Ja, in der nächsten Runde können wir dann Kolek rekrutieren. Geben ihm ein paar Truppen mit.
und laufen mit Siegwald dann wieder ein Stück hier runter, um die Aufmerksamkeit auf Kolek, von Kolek abzulenken. So jedenfalls der große Plan. Ich hätte vielleicht noch ein paar Truppen zusammenlegen müssen. Die 200 Trupps zum Beispiel, die haben schwere Verluste erlitten. Hätte man einen Trupp machen können, dann hätte man wieder ein bisschen Gunst gespart aus den Unterhaltskosten und so weiter und so fort. Na, sehen wir dann gleich. Sehr gut, das ist mal wieder ein Aufstand. Mit so vielen gegnerischen Armeen und Truppen hier in der Gegend, außer die ganze Chaos-Korruption, das ist ziemlich klar, dass die Probleme haben mit der öffentlichen Ordnung. Würde mich wundern, wenn nicht. Außerdem, das ist alles hier noch im Norden. Hier ist erst Kislev von der Höhe her. Das heißt, da sind wir schon eine ganze Weile unterwegs und verbreiten Korruption. Mission fehlgeschlagen, Zorn der Banner, wir sollten eine Armee ausheben. Ja, da sind wir jetzt ein bisschen spät dran. Was soll's. Kampf ist eine blutige Angelegenheit. Abgetrennte Gliedmaßen, herausbrechende Knochen, sterbende Menschen, zwischen den Leichen ihrer Freunde und Feinde. Oh Mann. Starke Waffen, geschmiedet von Zeit, Schweiß und Kampfeskunst, bedeuten den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Ein gutes Schwert durchschneidet selbst Knochen und trennt Kopf und Glieder ab, wo minderwertige Schwerter höchstens verstümmeln. Das ist so viel besser. Instabilität breitet sich auf der Welt aus. Ebenso wie die Blutlust der Menschen ihre Gier nach immer größeren Kriegen und immer mehr Blut vergießen. Das klingt alles nach sehr viel Korn. Ihr wisst noch, Chaosgott des Blutvergießens, der Brutalität und der Gewalt. Außerdem ist das hier alles blutverschmiert. Das sieht irgendwie aus wie ein Ereignis aufgrund des ersten DLCs. Hier, Blut für den Blutgott. Brutales Geschäft für 10 Runden Waffenschaden plus 20 für alle Armeen aller Fraktionen. Okay, das erste Ereignis war ein magisches. Das sah irgendwie nach Singe aus. Jetzt kommen wir ein blutiges. Das betrifft alle. Ach du Schande, die nächsten Runden könnten spannend werden. Wenn als nächstes irgendwas kommt mit Führerschaft, das wäre dann Slaanesh. Nur bei Nurgle bin ich mir nicht so ganz sicher. Das ist eigentlich in dem Fall eher Widerstandskraft. Na, müssen wir gucken. So, was haben wir da? Richtig. Weil wir hier... Nein, da kommen die nicht her. Kommen die von hier? Auch nicht. Okay, weiß der Teufel, wo die jetzt herkommen als Aufständische. Ich sehe nirgendwo eine... Unzufriedenheit führte zur Rebellion, da haben wir es doch. Das heißt, aus dem Bereich Beckhafen kam diese Armee. Zwar aus dieser Richtung, aber sie wird einfach einen kleinen Umweg gemacht haben. Was soll's. Beziehungsweise... Ne, Essen gehört noch dazu. Ganz, ganz komische Sache, wie diese Armee hierher kommt. Aber Hauptsache, sie ist da. So, wir haben Bevölkerungsüberschuss. Wie angesprochen, wir schauen jetzt mal, dass wir Kolek rekrutieren. Das wird höllenteuer. So, den kann ich im Moment nicht bewegen. Wir können aber schauen, dass wir ihm vielleicht ein paar Truppen geben. Er wird auf jeden Fall ein paar defensive Truppen brauchen. Wie ging das noch gleich? Das muss... Das, hallo? Ja, wahrscheinlich, indem wir erstmal den Modus wechseln. Jetzt vielleicht. Damit können wir den Trupp umbenennen. Ja, super. Von Chaoskrieger auf was? Auflösen will ich sie auch nicht. Ah ja, okay. Hab's. Forward unto slaughter. Sehr gut. Die gehen mal rüber.
Die Außerkochende möchte ich eigentlich bei Sigwald lassen. Geben wir ihm noch die 200 Drops. Wunderbar. Das wäre passiert. Dann können wir Sigwald jetzt erstmal ein bisschen wegbewegen. Und dann ist die Sache mit dem Verschleiß schon wieder hinfällig. Und habe mich jetzt natürlich zu weit bewegt. Wir können kein Lager aufschlagen. Aber was soll's. Wir haben ihn hier. Den schicken wir mal für das Kampftraining zu Kolek. Und Kolek würde ich eigentlich ganz gern Lager aufschlagen lassen. Geht im Moment nicht. Stattdessen ziehen wir die Hunde zusammen. Wir sehen wieder links 42 von 60. Das passt. Die ziehen wir zusammen. Wir verlieren dadurch wahrscheinlich ein bisschen Einheitenerfahrung, aber der Erfahrungsbalken ist dafür relativ hoch. Das heißt, so ganz verloren ist die Erfahrung nicht. Die steigen jetzt halt dann wieder schneller auf. Nur in der Lagerstellung können wir rekrutieren. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern. Schauen wir mal ganz kurz, was brauchen wir. Wir brauchen auf alle Fälle diese unheilige Legion, damit wir auch hier die Drachen-Oger-Geschichte bauen können und Kolek dann seine Spezialfähigkeit nutzen kann. Er arbeitet besser mit Drachenogern zusammen. Ja, das heißt, wir brauchen erstmal ein Wachstum von 1, 20 Runden. Wir fangen jetzt halt hier wieder total mickrig an. Wäre das eine Sache gewesen, dem Guten irgendein Zelt mitzugeben? Aber nee, muss er sich jetzt selber häkeln. Ist ja zum Glück nur ein ganz kleines bisschen ätzend. Die Runde verlieren wir nochmal richtig was. Ich schaue aber zu, dass wir dann hier ein Lager aufschlagen und durch die Gebäude nehmen wir dann wieder ein bisschen was Plus ein. Und Kolek könnte mit seinen Truppen wenigstens schauen, dass er kleine Schlachten schlägt oder so. Müssen wir sehen. Der da macht mir noch ein bisschen Sorgen. Ach, ist ja zum Glück nur Balthasar Geld. Das wird super. Er ist der mächtigste Metallmagier im Reiche des Imperiums. Er ist derzeit, wenn ich mich richtig erinnere, der große Chefguru der Magischen Akademie zu Altdorf. Das heißt, er ja, hat in etwa den Rang von Dumbledore. Nichts Besonderes also. Das verspricht spannend zu werden demnächst. Naja, für heute erstmal Feierabend. Hat lang genug gedauert. Eine kleine Schlacht gab's. Wir haben einiges gerissen und sind ganz schön vorangekommen. Als nächstes müssen wir dann gucken eigentlich, dass wir unsere Armee von Sigwald wieder aufbauen, die güldene Rüstung holen und irgendwie diese Sache mit dem Einkommen in den Griff kriegen. Gefällt mir noch gar nicht. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass wir mit Kolek noch keine Gebäude haben, die seine Truppen günstiger machen. Das heißt, wenn wir hier gucken, die kosten glaube ich 150 jetzt. Die Außerkorenen, gut, Außerkorene sind schwer zu vergleichen, die kosten 130. Wie viel kosten die hier? 180. Das ist eigentlich unmöglich, dass die Außerkorenen günstiger sind als die normalen. Aber da Sigwald schon die absolute Wahnsinnsausrüstung in seiner Armee hat und überall Rabatte kriegt, die Kolek nicht hat, sind die billigen Truppen bei Kolek teurer im Unterhalt als die Supertruppen von Sigwald. Das ist auch eine Sache, die mich stört. Wahrscheinlich hätten wir viel früher anfangen müssen, mehrere Armeen aufzustellen und die gleichmäßig hochziehen. Aber sobald eine Armee ausgelöscht wird, ist auch die Ausrüstung weg und eine neue Armee braucht einfach wieder ewig. Außerdem hätten wir Kolek von Anfang an gar nicht rekrutieren können. Aber das wisst ihr. Gut, für heute jetzt wirklich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Episode und schauen dann mal, wie wir mit Dumbledore umgehen. Und wie wir Kolek vielleicht ein bisschen pushen können. Mal sehen. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.